Tschüss aus. See you in 3 weeks. Chris ist ein bisschen abergläubisch und ohne Knoblauch im Fluggepäck fliegt sie nicht. Gepäck ist eingecheckt. Am gefühlt freundlichsten Gepäck-Agent des ganzen Flughafens. Und jetzt haben wir noch 4 Stunden Zeit totzuschlagen. Ja gut, ja, 4 Stunden, 3,5 Stunden bis zum Boarding. Der Flug von Frankfurt nach Detroit wurde soeben verschoben. Fängt schon mal gut an, aber ja, mal schauen. Chris ist nicht happy. Wir sitzen hier am Gate und gerade im Moment kam die Durchsage und mein Bruder hat mir den passenden Link dazu geschickt. Atlanta Weltweit. Delta hat gerade einen weltweiten Groundstop und nichts geht mehr. The boarding will be delayed as we are experiencing a technical issue through Microsoft worldwide. We will start boarding as soon as we get the okay from Atlanta. Thank you for your patience. Stunde gefühlt 27, realistisch, ich glaube 2. Delta hat jetzt kostenlose Snacks und Wasser aufgefahren. Me likey. Schatze nicht so. We're on a flight to Detroit. Quick information for all customers. We still have no information about the solution of the problem. As soon as we get okay from Atlanta and the problem is solved, we will start our boarding process. We sincerely apologize for any inconvenience. Soeben wurde die neue Abflugzeit kommuniziert. 2 Uhr nachmittags. Und die Reaktion hier war Leute lachen. Update 7523. Stunden später, ich brauche Kaffee. Ich bin total am Sack. Wie ist der Kaffee? Due to the IT problem, the departure time is 2 p.m. The local arrival time is 4:48 in the afternoon. We have got information and we will start boarding in a few minutes. We are serious for the inconvenience. Thank you. Wir waren jetzt wie lange unterwegs mit Computerpanne? 18 Stunden. Und haben es jetzt offiziell nach Amerika geschafft. Alles! On time. Atlanta. Ja, okay. Delayed. Das ist unsere. Cancelled. Unsere? On time. On time. Kleiner Fun Fact am Rande, wir hätten hier 7,5 Stunden Aufenthalt und haben jetzt aber durch das Computerproblem und diese ganze Verzögerung und dieses Gewarte und Gelabere 2 Stunden Aufenthalt. Alles richtig gemacht. Deine Logik. Ja. Hintisch auf, weil wir mussten ja trotzdem in Frankfurt warten. Und ich glaube, ich hätte lieber die
American Stores durchgeforstet, als stundenlang in einem Gate zu hocken. Das hätte meine Toilette haben. Dafür mussten alle anderen in unserem Flieger umbuchen und wir nicht. Ha! Wir sitzen in Atlanta und unser Anschlussflug hat jetzt auch wieder eine Stunde Verspätung, weil die Flugbegleiterin nicht gekommen sind, weil die auch noch in irgendwelchen Anschlussflügen feststecken. Jetzt sind hier aber Flugbegleiter, die mit diesem Flug irgendwohin deadheaden sollten, also um woanders zu schaffen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben die sich gerade gemeldet oder beschlossen oder besprochen, dass sie einfach statt bei dem Flug nur mitzufliegen, diesen Flug als Flugbegleiter begleiten, dass der Flug gehen kann, weil ansonsten haben wir keinen Flug. Captain's Log. Samstag 0.30 Uhr. Wir sind jetzt unterwegs seit, in Deutschland ist es jetzt 6:30 Uhr früh. Naja, aufgestanden sind wir um 3.30 Uhr. 3.30 Uhr. Das heißt, wir sind jetzt wach seit 27 Stunden. Fliegen jetzt noch knackige 2 Stunden. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt noch unseren Mietwagen kriegen. Das Hotel hat lustigerweise schon angekündigt, dass sie uns nicht mehr einchecken werden, weil wir zu spät sind. Aber die Gebühren für den kompletten Aufenthalt wollen sie trotzdem berechnen. Also ich glaube, da ist auch so das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich bin müde und ich bin genervt. How about you? Ditto. So, jetzt mal ein kleines Zwischenupdate. Ihr seht hier hinter mir die Linie, die Schlange. Wir wurden jetzt wieder aus dem Flieger rausgeschmissen, nachdem wir jetzt knapp 1,5 Stunden im Flieger saßen am Gate. Und der aktuelle Stand ist, ja, es wird heute wahrscheinlich nichts mehr. Und weil natürlich Gott und die Welt umgebucht wurde, sind, nachdem sie jetzt auch gewartet haben bis zum geht nicht mehr, uns jetzt schlussendlich umzubuchen, sind gefühlt 753.938 Zilliarden Menschen umgebucht. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich so Montag oder sowas hier raus. Inzwischen ist es 2:30. Dazu kommt noch die Kleine. Ist halt auch fertig und schläft. Letzter Stand ist immer noch, es gibt keine Hotel-Waiver, es gibt keine Hotels. Und die buchen uns auf Standby. Das heißt, wir müssen die nächsten 2 bis 3 Tage hier am Flughafen bleiben, noch nicht mal irgendwo im Hotel und dann übrigens in 3 Stunden geht ein Flug, sondern wirklich jetzt hat jemand nicht eingecheckt und war beim Boarding nicht da, jetzt darfst du mit. Also sehr, sehr kurzfristig. So, kurzer Zwischenstand. Wir sind immer noch in Detroit am Flughafen. Seit 31 Stunden unterwegs. Der aktuelle Stand ist, unser Flug ist gecancelt. Da unser Flug einer der letzten waren, die gecancelt wurden, sind wir für die nächsten Tage auf Standby. Wahrscheinlich kommen wir hier Montag frühestens raus.
Mietwagen sind auf mehrere Tage ausgebucht. Gibt's keine. Hotels sind auf mehrere Tage ausgebucht. Gibt's keine. Ja. Also dieser wunderschöne Flughafen hier ist wahrscheinlich der Ort, an dem wir die erste Woche unseres Urlaubs verbringen werden. Hey Delta, I understand that a computer outage is completely out of your control. However, the way you are handling your customer service here in Detroit is, excuse my language, fucking ridiculous. Leute, ich könnte ein Tränchen des Glücks weinen. Wir haben einen Mietwagen. Ich bin hin und weg. Also ja, ich bin jetzt mal auf gut Glück hergefahren und habe geguckt, was ich kriege, ob ich was stornieren kann. Also wir haben ja in Atlanta den Mietwagen. Wisst ihr was, erzähle ich euch nachher. Jetzt suche ich mir hier erstmal aus der Choiceline ein Auto aus. Also, ich gerade schon erklärt, wir haben in Atlanta ein Auto reserviert gehabt, was jetzt aber leider nicht geklappt hat, weil sie unseren Flug storniert haben. Und nachdem wir jetzt die ganze Nacht am Flughafen rumgehangen sind, habe ich jetzt versucht, den Mietwagen in Atlanta zu stornieren, dafür hier einen Mietwagen in Detroit one way zu kriegen, den wir dann in Atlanta zurückgeben. Und was soll ich sagen, es hat geklappt. Super. Das heißt, spontane Planänderung des Urlaubs. Wir fliegen nicht nach Atlanta und verbringen da 2 Tage und fahren dann nach Orlando weiter, sondern wir roadtrippen jetzt nach Orlando mit einem Tag Pause in Atlanta oder so und schauen mal, was sich dann so ergibt. Anyway, wie gesagt, wir roadtrippen jetzt nach Orlando runter und halten in einem Tag oder zwei, keine Ahnung, mal schauen, in Atlanta und mal schauen, was sich ergibt. Also wird der Urlaub jetzt doch mehr Roadtrip als geplant, aber Hauptsache weg aus diesem Shithole Detroit Flughafen. Ich kann es echt nicht mehr. Ich kann diesen Flughafen nicht mehr sehen. Ich will von Delta nichts mehr sehen. Ich habe genug. Aber jetzt Urlaub. Schatzi, wir haben Mietwagen. Ja, ich könnte plären. Freudenplär. Ja, okay. Nicht nur Mischung. Freuden- und Nervplär. Also, süß ist kaputt. Gepäck haben wir immer noch nicht, aber wir fahren jetzt ohne Gepäck. Wir müssen darüber. Gepäck haben wir immer noch nicht, aber wir fahren jetzt ohne Gepäck und das Gepäck wurde uns versprochen, wird uns nachgeschickt. Drück uns die Daumen. Was für ein Land, was er auftaucht ist. Ja, jetzt roadtrip mal ein bisschen durch Amerika. Schau mal, Peterbilt. Ja gut, wir roadtrippen jetzt von der kanadischen Grenze im Prinzip runter nach Florida. Aber alles besser als noch eine Stunde länger auf diesem Chaos vom Flughafen zu bleiben. So, hallo. Dabei waren wir am Anfang so positiv eingestimmt von dem Flughafen, weil wir gesagt haben, der schaut richtig toll aus und so modern und hell. Also, ja. Klar, wir sind halt nur auf die Äußerlichkeiten eingegangen, auf die inneren Werte, haben wir nicht geguckt. Das massive Kompetenzversagen hat die Schönheit des Flughafens ein bisschen aufgehoben. Ach so. Naja. Ja. So, jetzt nach Florida. Wir melden uns von unterwegs. Hallo Amerika. Tschüss. Ja, Zuschauer. Hallo Amerika.